panie rektorze. Dzień dobry. Meine Herren, Ihr Beschluss, die Universität wieder zu öffnen, Übungen, Seminare, Vorlesungen und Prüfungen abzuhalten, ohne uns zu fragen. Ja, die gesamte wissenschaftliche Arbeit beginnen zu wollen, ohne uns zu fragen, zeigt, dass Sie überhaupt nicht sich im Klaren sind über die Situation, in der Sie sich befinden. Für Deutschland ist ein derartiges Verhalten ein feindlicher und böswilliger Akt. Im Übrigen ist die Krakauer Universität schon immer ein Hort des wissenschaftlichen Kampfes gegen das Deutschtum und ein Zentrum antideutscher Propaganda gewesen. Die Universität ist geschlossen und Sie sind alle verhaftet und werden in ein Arbeitslager gebracht, wo Sie genug Zeit haben werden, sich über Ihr Verhalten Gedanken zu machen. Entschuldigung. Jede Diskussion ist zwecklos. Herr Dr. Müller, im Namen des Senats, ich muss stark protestieren. Und auch die Äußerungen von irgendwelchen Meinungen hierzu ist untersagt. Wer sich meinen Befehlen widersetzt, wird erschossen. Herr Rektor, wenn ich bitten darf,